Hi meine Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Everything Was a Nightmare, ein kostenloses Game von itch.io. Und ob das wirklich alles ein Albtraum wird, das werden wir jetzt gleich feststellen. Ich bin mal gespannt. Ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen. Ich würde mal sagen, let's go. Ja, eins dieser Spiele. Wo ja, war sehr wackelig unterwegs. Aber gut, das macht ja nichts. Ich weiß gar nicht. Steuerung etc. Ich habe keine Ahnung. Wow, was ist das? Der Riesen-Fischei-Effekt. Ey, Wahnsinn. Was? Follow the blood. Folge dem Blut. Ja, gut. Irgendwas atmet da. Folge dem Blut. Was? Sam? Was steht da? Sam! Ist das das Blut, oder was? Geht nicht auf die Tür, okay. Ist das anscheinend... Welchem Blut denn? Ich hab noch kein Blut gefunden bis dato. Ich soll etwas finden, um das Holz zu zerstören. Okay. Ah! What was that? Ist hier eine Bowlingbahn? Aha. Jetzt dürfen wir hier lang. Hier ist Blut. Das sieht gut aus. Okay. Sam. Ja, was ist mit mir? Also... Nicht mit mir, sondern mit meiner besten Freundin. Was habt ihr mit ihr gemacht? Wenn ihr gucken wollt, ob sie noch... Ah! Oh mein Gott! Wenn ihr gucken wollt, ob sie noch lebt, schaut ihr bei Sam's Games of Horror vorbei. Die Liebe ist nämlich auch ins Geschäft der Horrorspiele mit eingestiegen und ja. Kann ich rennen? Nee, rennen kann ich nicht. Wo war denn das Scheißholz, Mann? Hier. Das ist jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, weit über einen Monat mit dabei, glaube ich. Zwei schon mittlerweile schon. Wahnsinn. Die hat gerade alle Teile von... Eine von vier Schriftrollen gesammelt. Ich weiß ja gar nicht, dass ich welche sammeln soll. Und vor allem wozu? Und habe ich ein Menü? Kann ich irgendwo lesen? Nein, kann ich nicht. Okay, wo kommt die Tür plötzlich her? Oh, da steht was. Let's play game. Das heißt a game. Deine Grammatik ist nicht gut. Wo ist Sam? Ah! Mann, hör doch mal auf jetzt damit. Das ist doch... Er ist jetzt schon das dritte Spiel in Folge, was mich so dermaßen killt. Hier geht's auch nicht raus. Wo ist meine Freundin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Es ist, wir sind bei Alien gelandet. Alien. Die Rückkehr. Was steht denn da? S7, oder was? S7. Schreiben wir mal auf, weil, bei der anderen Schriftrolle stand aber nichts, oder? Ey, wenn ich das jetzt verpasst habe... Nein, das kann man nicht übersehen. Warum kann ich nicht rennen? Ich kann nicht rennen, mich nicht ducken. Ach, meine Fresse. Die Schrittgeräusche sind gut gemacht. Habe ich das? Nein, bitte lass es mich nicht übersehen haben. M2. Aber wahrscheinlich nicht, weil es wird den Namen Sam ergeben. Also mir fehlt jetzt quasi noch das A. Er atmet mal irgendwas. Wo lang?
Meine Fresse! Also in echt hätte ich mich da nicht durchgetraut, ganz ehrlich. A4, ne? A4. Okay, was mache ich jetzt mit dieser Information und den Schriftrollen? Kann ich mir mit den Hintern abwischen, wenn ich jetzt mal dringend muss? Oder was soll ich damit machen? Also 742 wäre, wenn wir nach dem Namen Sam gehen, 742. Okay. Was soll ich jetzt damit machen? War ich hier schon? Ja. Wo müssen wir denn lang jetzt? Das sieht ja alles gleich aus. Was weiß ich denn, wenn ich rechts, links, oben, unten gegangen bin? 742. Okay, wir gehen jetzt einfach alle Gänge nach. Und ich gehe jetzt immer in den linken Gang. Letters and Numbers. Ja. Schön, dass du mir das gesagt hast. Was soll ich jetzt damit machen? Habe ich doch alle gefunden. Huch! Ich kann hier nicht durch. Okay. Diese Geräusche. Sam, 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 Sam. Ja, wo bist du? Aber schön, dass wir hier richtig. Don't look back. Ich kann nicht rennen. Ja, sehr lustig. Ah! Ich habe nicht zurückge... Was? The Nightmare Wins? Nee, ich muss das jetzt nicht nochmal alles von vorne machen, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Wir haben 4 von 4 gesammelt. Mal schauen. Was wir jetzt machen, wie es jetzt weitergeht. Letters and Numbers, ja. Was jetzt? Wo ist der Gang, durch den ich jetzt muss? Das ist total unfair gewesen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ich bin halt einfach gerade ausgerannt. Fertig, aus. Also... So, jetzt müssen wir ja gleich da sein. Okay, noch nicht. Ja, weil ich mir sowas nicht merken kann, es sieht alles verdammt scheiße gleich aus hier. So. Jetzt sollten wir da ankommen, wo wir hinwollen. Hoffe ich. Hier war ich schon. Letters and Numbers. Ah ja, wir sind richtig. So, jetzt kommt die gruselige Musik. Hier steht jetzt die Puppe. Wir gehen jetzt hier lang. Es grölt und quaunt und mournt. Okay, nochmal. Sam, 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 Sam. Ich hol dich. Ich komm dich retten. Don't look back. Okay, und jetzt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt nach links. Oh, hier ist Blut, hier ist Blut, hier ist Blut. Um Gottes Willen. Okay,
Ich wusste nicht, dass das jetzt immer noch gilt, Follow the Blood. Ich dachte, das Thema wäre schon längst erledigt. Können wir hier rein? Ja, mach auf die scheiß Tür. Oh, um Gottes Willen. Okay, ich drehe mich immer noch nicht um. Ich gehe jetzt hier durch. Okay. Was aber ist du? Du verdreckst Tür. Was ist das? Ja. Ach so. Muss ich, sind das die Zahlen, die ich hier eingeben muss? Ich denke mal, ne? Also. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Die geräuschlose Tür. Mein Gott, es ist hell hier. Und now? Oh, es war nur ein Albtraum. Nee, das war's jetzt. Das war's. Es war nur ein Albtraum. Das Game hat nicht gelogen. Kein Clickbait. Es war wirklich nur ein Albtraum. Ja. War auch ganz cool, außer dass man das, wie gesagt, alles nochmal von vorne machen musste. Aber das weiß ich, wer das Schlimme ist. Ging relativ flott. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So für einen kleinen gruseligen Abend für zwischendurch. Und wir sehen uns nächsten Tag zu einem neuen Let's Play. Macht's gut und bis dann.